Wunderschönen guten Morgen wieder. Und ihr wisst ja, was wir heute vorhaben. Wir gehen erstmal in diese Richtung, also in diese Richtung dahinter, an unserem ehemaligen Spawnpunkt vorbei. Das heißt ehemalig, also an unserem Spawnpunkt vorbei. Und ja, nachdem wir dann den Creeper getötet haben, gehen wir einfach mal los und hoffen, dass wir vielleicht hier in der Gegend vielleicht einen Dschungel finden können. Das wird mir sehr gefallen, denn ihr wisst ja, unsere Baumsammlung ist noch nicht ganz komplett. Es fehlt mal zumindest mal noch der Tropenholzbaum. Der fehlt mal mindestens noch. Ich glaube, sonst haben wir alle. Also wir haben ja Eichen, wir haben Akazien, wir haben Fichte. Haben wir Fichte? Ja, wir haben Fichte. Wir haben die Schwarzeiche. Fehlt noch der Tropenholzbaum. Also unsere erste Wohnung war ja hier unten drin. Irgendwo. Da war sie ja, mit der Akazienholztür. Im Ofen haben wir nichts mehr drin. Na, geh ich zu. So. Das ist unser ehemaliges Feld. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal diese Schlucht hier entlang. So, da gab es einen kleinen Ruckler. So, und ich würde natürlich wieder die alte Technik anwenden mit den Säulen aus Erde. Wenn ich denn da jetzt ganz hoch komme. Das ist im Moment kein großes Problem. Und schon sind wir oben. So, da hinten ist unser Dorf. Das heißt, wir bauen eine Säule relativ gut sichtbar, wenn wir sie hier hinstellen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine oben drauf und eine, die in Richtung Dorf zeigt. So, dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. War natürlich auch an dieser Seite. Moment. Der Baum sollte eigentlich weg. Sonst sieht man nämlich die Säule nicht richtig, beziehungsweise nicht über so weite Entfernungen, wie ich es gern hätte. Denn die nächste kommt dann nämlich auf diesen Berg da vorne. Und dann müsste man die da, die jetzt hinter dem Baum versteckt ist, müsste man dann eigentlich sehen können. Da geht es aber ganz schön runter. So, also geht es hier relativ sanft nach oben. Also relativ. So. Ja, ich glaube, von hier aus kann man sie sehen. Na, da. So, 5 hoch, eine Fackel hier und eine da. Dann können wir weitergehen.
Unten hast du mehrere Lava. Ja, Seen, Tümpel. Seen, wäre zu viel gesagt, Tümpel. Nehmen wir den Baum hier auch mal weg und machen hier auch gleich noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine Fackel hier und eine Fackel da. So, mal gucken, ob ich auf die Kuh springen kann. Kann ich. Allerdings nicht zur Zufriedenheit der Kuh, glaube ich. Vorne hast du wieder Wüste oder einen sehr breiten Strand. Ich werde auf jeden Fall mal hier runter gehen. Und dann würde ich da oben vielleicht die nächste Säule setzen. Da hat es eine weitere Schlucht, der wir noch nicht waren. Was nicht witzig wäre, wäre, wenn man jetzt die Lava in die Schlucht gleiten würde. Aber das lassen wir mal, denn wir wollen ja vielleicht auch noch irgendwann mal in die Schlucht rein. Insofern ist es vielleicht nicht ganz so günstig, wenn wir da jetzt alles unter Lava setzen. So, auf jeden Fall da oben wollten wir ja die nächste Säule setzen. Ich denke, da oben, wo diese Akazie ist, da sollte es auch eigentlich gut gehen. Geschafft. Und so, also ich sehe da jetzt mal noch Weide. Sehe ich von hier aus. Dann könnte man eigentlich dann hier quasi hier in der Mitte Sache so machen und am anderen Ende des Berges das gleiche nochmal tun. Da sehe ich schon, da ist wieder mehr. Und eine Insel mit Feuer. Ist das dann Feuerland? Dann machen wir sie doch dahin. Fall ist es da unten schön grün. Aber eben kein Dschungel. Der Weg hier hoch soll sich dann auf dem Rückweg auch relativ schwierig gestalten. Glaube ich einfach mal. Wasser und Lava auf der gleichen Insel. Moment. Lava war doch. Ich hab doch von da oben Lava gesehen. Dass es gebrannt hat. Es war doch. Ah, da vorne. Ich wollte gerade sagen, das war doch keine Halluzination, oder? Da ist die Lava. Aber ich bin schon wieder am Ende des Landes angekommen. Und ja, habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, da jetzt 2 Stunden lang ins Blaue zu schwimmen. Jetzt gehe ich einfach ein bisschen an der Küste entlang. Wo es auch bald wieder Nacht wird schon. Okay.
jetzt auch wieder richtig tief rein. Habe ich da nicht irgendwo Schafe gesehen? Da vorne. Dann will ich mir nicht mal so ein Bettchen bauen. Eins. Zwei. Küper, Küper, Küper. Dreimal Wolle. Okay, wollte ich zwar nicht so haben, aber... Gut, dann ist es eben so jetzt im Moment. Jetzt müssen wir natürlich nur... da war doch etwas, wo man sich einen Unterschlupf hätte bauen können. Ja, genau, da wo die Hühnchen waren. Machen wir nämlich dann eben... wie machen wir das denn? Machen wir... Mal hier einfach zu. Bauen uns hier ein kleines Dächlein. Machen hier auch zu. Dann. So, dann brauche ich natürlich eine Werkbank. Die ich auch erstmal setzen muss. Und dann baue ich mir hier ein Bettchen und nehme das dann doch mit. Weil ständig hier durch die Nacht zu tigern, ist es vielleicht auch nicht ganz so das Wahre. Deswegen schlafe ich doch einfach mal und baue das Ganze am nächsten Morgen lieber wieder ab. Also zumindest das Bett. Und auch das hier und... ganze Erde, die ich mitgebracht habe, nehme ich natürlich auch wieder mit. Ich glaube, ich nehme einfach noch mal ein bisschen was an Erde mehr mit. So. Ich gehe jetzt einfach mal an der Küste entlang. Und habe beschlossen, ja, also wie ihr schon bemerkt habt, habe beschlossen, nicht mehr ganz so mutig zu sein. Da vorne ist Land. Allerdings auch eher wieder Wüste. Oh, da unten ist eine Hexe. Die wir zum Brennen gebracht haben. Wie viele Pfeile sie verträgt. Zwei auf jeden Fall schon mal. Drei. Vier. Jetzt wird es gerade zu blöd. Ja, nicht ins Wasser. Bin vergiftet, super. Ich stirb ja gar nicht. Ja, aber ich gleich. Ich mach das mal, dass ich wegkomme. Nicht, dass sie mich wirklich noch tötet. So, das Gift ist mal weg, aber ich habe immer nur noch ein halbes Herz, ein Herz. Ich glaube, es hat Interesse verloren. Warum stirbt die nicht? Okay, genug von der Hexenjagd. Für ein leeres Glasfläschchen ist mir das dann doch ein bisschen zu gefährlich.
Hier kommen wir jetzt in ein weiteres Waldgebiet. Das ist nicht ganz der Wald, den ich gerne sehen würde.